Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Was gibt's heute? Heute mache ich einen leckeren Pustertopf aus dem Dutch Oven. Ganz einfach in der Zubereitung, maximal lecker. Noch vorweg in einer Sache, es kann sein, ich habe die Aufnahmen noch nicht gehört, dass ihr meine Atemgeräusche auf dem Mikrofon hört. Das liegt nicht daran, dass das Mikrofon Mist ist. Nee, das liegt daran, dass ich keine Luft kriege, zumindest nicht ausreichend. Und somit kann es passieren, dass ich Atemgeräusche auch auf dem Videomaterial habe. Ich bitte, dass wenn das so sein sollte, vorweg schon mal zu entschuldigen. Für unser heutiges Gericht brauche ich Hackfleisch, halb und halb, 500 Gramm. Die Mengenangaben müsst ihr euch nicht merken, steht eh hinterher im Rezept. Ich brauche Reis, ich brauche TK-Bohnen, zwei kleine Dosen Tomaten, eine Dose Mais, eine Zucchini. Die Zucchini wird abgewaschen und gewürfelt. Paprika, rot, gelb, orange, wie ihr sie haben wollt, wird entkernt und in Stücke geschnitten. Eine Gemüsezwiebel, die wird fein gehackt. Ich brauche ein Ei. Drei Knoblauchzehen, die werden fein gehackt, hinterher zum Verfeinern meine geliebte braune Butter. Wie die geht, findet ihr in einem anderen Video. Zum Anbraten brauche ich Rapsöl, ich brauche Tomatenmark, ich denke mal so ungefähr 3 Esslöffel. Gemüsebrühe, die ist selbst gemacht, da gibt es auch ein Video zu auf meinem Kanal. Ich brauche Salz, das ist Maldensalz, das liebe ich halt. Groben Pfeffer. Süßes Paprikapulver, scharfes Paprikapulver und Majoran. Mehr ist es nicht. Ich schnibbel jetzt los und dann geht es auch gleich schon weiter. So, wie immer beim Hackmischen nehme ich gerne hier meine IKEA-Form. Gehackt es ein bisschen platt drücken, breit machen. Da kann ich es nämlich einfacher mischen. Bisschen Pfeffer dazu. Salz. So. Und noch ein bisschen. Mein Ei. Zack. Jetzt alles gut vermischen. So, wenn es gut vermengt ist, dann hat das Ganze auch eine schöne Konsistenz. Nehmen wir ein bisschen was davon und formen kleine Hackbällchen, so ungefähr in der Größe. Das mache ich jetzt mit dem Rest auch. So, gut geplant, beschissen gelaufen. Eigentlich hatte ich vor, draußen weiterzumachen. Geht aber nicht. Es regnet und da ich immer noch kein Carport habe, die Lieferung wohl immer noch. Ich weiß nicht, wo sie versteckt. Jedenfalls ist das Ding noch nicht da. Deshalb heute in der Küche weiter. Hier mein FT9. Heiß machen. Bisschen Rapsöl rein. So, das reicht schon. Wenn das Öl heiß ist, kommen meine Hackbällchen rein. Die werden als erstes angebraten. Na, ganz heiß ist es noch nicht. Macht aber nichts. So, wenn die Hackbällchen so aussehen, wie sie aussehen, dann kommen sie raus. Nun werden die Zwiebeln angeschnitten. Aufpassen, dass nichts anbrennt, denn da ist ja jetzt richtig Dampf im Bord. Und mit der Flüssigkeit der Zwiebeln lösen wir schon den ersten Bratensatz. So, und ihr seht, der Boden ist wieder freigespült. Wunderbar. Das gibt hinterher richtig Geschmack. Genug angeschwitzt. Mein Tomatenmark kommt hinzu. 1, 2, 3. Gute 3 Esslöffel. Mit anschwitzen.
Und das geht natürlich mit einem Schuss Wasser besser. Dann verteilt sich es besser. Da kann auch schon mit rein. Ihr kennt das Spiel schon. Einen reduzieren lassen, wieder neue Röstaromen bilden und dann wieder freispülen. So, nochmal diesen rein. Und wieder reduzieren lassen. Paprika kann dazu, das kann nämlich Wärme vertragen. Salz und Pfeffer. Meine stückigen Tomaten kommen dazu. Und die zweite Dose. Meine Gemüsebrühe. Meine Bohnen kommen hinzu. Mais. Und der Reis kommt mit dazu. Den habe ich vorher abgewaschen. Alles gut vermengen. Die Hackbällchen kommen wieder rein. Majoran. Zack. Alles gut vermengen. Da kommt jetzt noch der Deckel drauf. Das wird ungefähr so 25 Minuten gekocht. 10 Minuten vor Kochende kommen dann die Paprika und die Zucchini dazu. Also Deckel drauf und warten. 25 Minuten sind rum. Zucchini rein. Paprika rein. Das Ganze vermengen und wir stellen fest, da ist mir zu wenig Flüssigkeit drin. Das gieße ich jetzt mit Wasser auf, nicht mit Brühe, weil davon habe ich ja schon genug drin. Deckel wieder drauf und 10 Minuten kochen lassen. Was ich fast vergessen hätte, meine braune Butter. So, Untermengen. Ich denke mal, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Und Deckel wieder drauf. So, die Kochzeit ist rum. Deckel runter. Noch einmal durchrühren. Sieht das nicht herrlich aus? Ich glaube, das lässt sich sehen. Vor allem hier mit dem Hackfleischbällchen drin. So, das richte ich jetzt an. So sieht nun der fertig angerichtete, herzhafte Pustertopf aus dem Dutch-Ofen. Bin gespannt, wie er schmeckt. Kommen wir gleich zum Fazit. Fazit, alter Schwede. Ihr habt gesehen, sau einfach, sehr schnell in der Zubereitung, kein großer Aufwand und richtig lecker, kann ich euch versichern, ist es. Ausgewogen im Geschmack,
schön bissfest das Gemüse. Mit den Hackbällchen zusammen eine stimmige, runde Sache. Viel Gewürze braucht es auch nicht. Es hat einen leichten Wumms, aber nicht zu viel, sondern eine richtig angenehme, dezente Schärfe. Jetzt bald gesagt im Abgang. Ihr habt gesehen, Küche kann einfach sein. Rezepte können einfach sein und trotzdem lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert mich. In dem Sinne, euer Christian, Glück auf, bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich dann wieder draußen.